Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Fans der ganzen LEP-Debatten und willkommen hier zu einer weiteren Fortsetzung dieser LEP-Kritikreihe. Heute hat die CDU hier das erfolgreiche Konzept der FDP aufgegriffen und Kritikpunkte am LEP aus ihrer Sicht zusammengefasst. Die Forderung ist ebenfalls, es soll bloß erst einmal alles so bleiben, wie es ist. Ist auch verständlich, ist ja konservativ. Der praktische Unterschied dieses CDU-Antrags ist, dass er nicht nur in den Wirtschaftsausschuss, sondern in eine ganze Reihe an Ausschüssen überwiesen wird. Das ist im Sinne der Interdisziplinarität und im Sinne des LEP, der eben kein reines Wirtschaftsprogramm ist, richtig. Wir müssen den LEP auch endlich einmal aus der einseitigen Betrachtung der Standortpolitik befreien. Insofern Dankeschön. Außerdem ist der CDU-Antrag kompakter und fokussierter. Ja, das muss man zugestehen. CDU-Hauptkritik Nummer eins ist, Klimaschutz wird in die Gesamtplanung konsequent übernommen. Man gewinnt allerdings hier und ja auch bei der Regierung immer wieder, durchaus auch beim LEP, den Eindruck, reden darüber, dass sich etwas ändern muss, ist okay. Handeln und wandeln in Richtung Zukunft dagegen nicht. Verantwortung übernehmen, die erst zukünftige Wähler so richtig zu schätzen wissen, und wenn es in weiteren 15 Jahren ist, ist leider für die Politik wenig attraktiv, weniger attraktiv, als auf die zu reagieren, die Altes bewahren möchten. Das ist klar. In dieser Sache schließe ich mich auch Herrn Eiskirch an und sage, 1995 ist ewig her, und setze hinzu, die Anforderungen waren womöglich schon damals zu unfortschrittlich. Wer handelt, kann Fehler machen und sich sicher sein, Beschwerden zu erhalten. So ist das. Handeln, sodass immer alle glücklich sind, geht nicht. Nicht handeln ist aber auch keine Lösung. Wer prokrastiniert, bleibt ewig gestrig. Das Merkel-Prinzip ist in der Gegenwart angenehm unaufgeregt, hilft aber nicht für die Zukunft, und in der sich dann auf jeden Fall, in der Zukunft ändert sich auf jeden Fall etwas, ob wir wollen oder nicht. Entweder wir haben Szenarien und Pläne dafür, zum Beispiel in Form eines LEP, oder wir berücksichtigen Erkenntnisse, die wir haben aus den letzten Jahrzehnten, oder wir sind einfach nur unvorbereitet. Was soll denn ein LEP, in dem nur weiter so gilt oder der weiterhin so offen und unverbindlich ist, dass es Fehlentwicklungen gibt, die wir später auf jeden Fall ausbaden müssen? Wo wir später auf jeden Fall sagen, warum haben wir das denn nicht alles früher schon gewusst oder gemacht? Alles geht, so wie es sich vielleicht die CDU vorstellt, heißt keine Kreativität und auch keine Innovation. Denn wo man einfach weitermachen kann, da spreche ich unter anderem auch über diesen CDU-Hauptkritikpunkt Nummer 2 zum Flächenverbrauch, wo man einfach weitermachen kann, wo man einfach seine Geschäftskonzepte, die eigentlich nicht so ganz zukunftsfähig sind, weiter betreuen kann, gibt es weder Kreativität noch Innovation. Und zum Flächenverbrauch, es hat ja auch Sinn, Zersiedlung soll eingegrenzt werden, die Infrastruktur soll besser genutzt werden, und das ist ja besonders wichtig. Die Zersiedlungspolitik hat sich schon lange als falsch erwiesen, schon sehr lange, 1995 glaube ich eigentlich auch schon. Und Neubaugebiete ohne ÖPNV-Anschluss oder ohne schnellem Internet, gut, das hat man 1995 vielleicht noch nicht gedacht, und ohne Nahversorgung sind langfristig weder für die Häuslerbauer dort noch für die Gesellschaft insgesamt erbaulich. Die Infrastrukturkosten sind dafür viel zu hoch. Und das Gleiche gilt auch für Gewerbe und Industrie. Was haben wir denn von Donutdörfern, die sich innerlich nicht mehr weiterentwickeln können, weil die Gesamtbevölkerung im ländlichen Raum abnimmt, die aber außen herum dieses isolierte Neubaugebiet dort haben und jenes Gewerbegebiet, was aber nur mit Autos mit sehr langen Pendlerzeiten zu erreichen ist, wenn alte Flächen anderswo nicht recycelt werden, die eigentlich gut angebunden werden. Selbstverständlich sind alle Stellungnahmen und alle Einwürfe im Kontext zu berücksichtigen. Das ist klar. Wer Wüst schon sagt, noch ist die Landesregierung da. Nicht so weit, uns alle vorzulegen. Auch wir werden sicherlich und natürlich auch aus unserer Perspektive, dennoch natürlich so objektiv wie möglich, zusammenfassend dort tätig werden. Wir haben jetzt keinen Bürgermeister in den eigenen Reihen, den wir jetzt direkt momentan beeindrucken müssten, aber sicherlich haben wir viel Kritik
Dann können wir nochmal über Flughäfen reden, über die Positionierung von Münster-Osnabrück, über die Kraftwerkstandortplanung. Da könnten wir dann sicherlich fortschrittlicher werden. Wir können auch über Weze reden, natürlich. Sollten wir tun. Es ist insgesamt natürlich wirklich sinnvoll, die Sachen jetzt im Ausschüssen weiter zu behandeln. Das finde ich auch sehr gut. Sicherlich machen wir auch in den nächsten Plenartagen und man dann weiter damit. Dankeschön.